Der berühmte Physiker Albert Einstein hat einmal gesagt, das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle. Es ist das Grundgefühl, das an der Wiege von wahrer Kunst und Wissenschaft steht. Wer es nicht kennt und sich nicht mehr wundern, nicht mehr staunen kann, der ist sozusagen tot. Und sein Auge ist erloschen. Frau Dr. Schneewind, das Deutsche Museum, es ist wichtig. Manfred, was kann ich für dich tun? Ich glaube, ich habe da was für dich. A panel of experts headed by Professor Francis has been set up to investigate the events. Was ist da los im Deutschen Museum München, eines der berühmtesten Museen für Naturwissenschaft und Technik weltweit? Das hätten Sie besser mal den alten Fritz gefragt. Fritz? Schneewind. Der Hersteller des mysteriösen Münchner Exponats produziert Recherchen zufolge auch Produkte für die Chemie- und Lebensmittelbranche. Die industrielle Beheizungstechnik temperiert nicht nur Flügel von Windrädern, sondern Industrieanlagen auf der ganzen Welt. Schneewind, so heißt es, beliefert auch Wissenschaft und Forschung. So zum Beispiel das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in München. Woher die Kraft kommt, die das Exponat zum Leuchten gebracht hat, das ist nach wie vor unklar. Vermutet wird, die nordrhein-westfälische Firma Schneewind sei für die Ereignisse verantwortlich. Es gibt phänomenale Ereignisse bei der Stromübertragung geht. Das Kabura-Wasser-Wasserkraftwerk in Mosambik. Die erste Hochspannungsgleichstromübertragung der Welt. Es ist jetzt Tag 3. Plausible Erklärungen für die Ereignisse im Deutschen Museum für Naturwissenschaft und Technik gibt es immer noch. Die nordrhein-westfälische Firma Schneewind. Das wegen seines selbstleuchtenden Exponats in die Schlagzeilen gekommene Unternehmen nimmt heute zum ersten Mal in einer Pressekonferenz Stellung zu den Ereignissen. Ja, guten Abend, ich höre. Was macht die Firma Schneewind sonst noch, Professor Francis? Wir sorgen zum Beispiel für Sicherheit im Schiffsverkehr. Mit Schneewind wäre die Titanic wahrscheinlich am Eisberg vorbeigefahren. Pressure on the management of the Schneewind Company is mounting.